Und willkommen in der 23. Folge von Hexen Van Vanilla Hexen oder Hexen Vanilla, whatever. In einer neuen Hub Map, wie es aussieht. Lord Hexen. So. Are you strong enough to face your own masters? Ja, sicher, doch. Ich bin immer stark genug dafür. Weißt du, bei mir ist es so, ich habe nicht den der Master hat nicht mich erschaffen, sondern ich habe meinen Master erschaffen. Weißt du, das ist so bei uns, beruht das so auf Gegenseitigkeit. Oh Gott, nein, nicht die Viecher schon wieder. Oh. Oh. Das Schöne bei den Viechern ist, sind nicht sehr stark. Von daher kann man die relativ leicht dezimieren. Bei den Viechern ist eher das Treffen das Problem. Hat sie viele? Double kill, triple kill, quad kill. Tja, ich glaube mal, damit habe ich meinen ersten Master bereits besiegt. Oder die viele. Oh. Oh nein, diese Eisviecher. Wow. Okay. Boah, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hinlaufe hier. Aua. Hä, waren hier eben nicht noch 20.000 Gegner? Haben die sich gerade alle selber gegenseitig umgebracht hier? Oder warum sind jetzt auf einmal alle weg? Interessant. So. Was muss ich jetzt hier machen? Schöner Gang. Ich glaube, ich sollte hier eigentlich gar nicht sein. Zur Hölle? Lol, wie witzig. Ja gut, aber eigentlich sollte ich hier noch gar nicht sein. Weil nicht umsonst muss ich mich gerade bücken. Das heißt, da kann ich offiziell nicht. Aber hier kann ich hin. Stimmt, da kann keiner springen. So, kann ich irgendwas machen? Nee, von hier. Nee, kann ich gar nichts machen. Wo denke ich immer mal raus? Gucken wir mal, ob wir hier was machen können. Hier kann ich auch nichts machen. Will diese Map schon wieder von mir? Nicht mal auf die andere Seite. Gehen wir mal hier hin. Kann ich hier was machen? Nicht hier hoch? Bitte irgendwas sagen, was die Map von mir möchte.
werden da gerade immer schon eine Map, wo ich nicht wusste, was die Map von mir will. Warum jetzt gleich schon wieder? Also die Sache ist, hier ist hinter ist ein Raum, da waren wir ja gerade drin. Das Problem ist, hier kommt man normalerweise gar nicht rein. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, um das Ding hier zu öffnen. Ich sehe aber gerade nichts, was wir tun können. Das Einzige, was wir tun können, habe ich gerade Schaden bekommen? Oh! Ich bin ein Schwein! Oh, nein, das geht gerade nicht. Display Option. Gefickt! Weil jetzt kann man es natürlich auch legal machen, ne? Wenn man ein Schwein ist, kann man es. Ich bin ein Arzt, gib mich raus. Bin ich jetzt hier zerplättet? Ja, ich werde zerplättet. Gut, das heißt, ich muss wahrscheinlich ein Schwein sein. Die Frage ist, kann ich mich selber zum Schwein machen? Wir haben ja hier das Schwein. Kann ich mich dort selber zum Schwein machen? Nein. Das heißt, ich kann mich nur zu einem Schwein machen lassen. Und dafür gibt dieses Ding hier, was mich zum Schwein macht, oder was? Nee, das war jetzt gerade ein Giftpfeil. Gott, Alter. Das war schon wieder ein Giftfall. Also das war ein richtiger Fall. Ah, das war ein Schweinchen. Okay. So, das heißt... Was mache ich denn jetzt hier? So. Das war der Giftfall. Das ist ein richtiger Fall und jetzt müssen wir ein Schweinchen. Aber ich krieg trotzdem Schaden dafür. Alter, also, ist natürlich super. Aber gut, ist auch kein Problem, weil da drinnen sind ja hoffentlich von diesen blauen Potions. Die Frage ist, soll noch überhaupt rein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe offiziell keine Ahnung. Oh, die Dinger kann ich auch nicht aufsammeln. Das heißt, ich muss jetzt noch warten, bis dieser Zauber nachlässt. Na komm. Mach inne. Ja. Geht doch. Oh. Ich habe wieder 100% Leben? Aber warum habe ich jetzt mehr Leben, als ich vor dem Schweinchen hatte? Egal. Dann haben wir wohl im wahrsten Sinne des Wortes Schwein gehabt. Ich verstehe. Danke. So, jetzt haben wir... Wow. Armor Class 12. Das nenne ich mal heftig. So, können wir jetzt in dem Raum irgendwas machen? So, da schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und die Tür können wir nur aufmachen. Gut, dann machen wir die auch mal auf. Wieso kriege ich jetzt Schaden? So kriege ich keinen Schaden. Oh, wisst ihr, warte, dann geh auf. Bam, easy. So. Hat sich jetzt durch das Aufmachen diese Tür noch was geöffnet? Und das wäre der einzige Sinn, der mir jetzt hier einleuchtet. Sieht nicht wirklich so aus. Och Leute. Was wollt ihr von mir? Bitte meldet euch. Ich verstehe das nicht. Muss ich irgendwie rein oder so? Na gut, vielleicht kann ich irgendwo aufspringen und dann. Nee. Aufspringen kann ich hier nirgendwo.
Das heißt, wir versuchen mal mit Anlauf zu springen. Ah, das geht! Okay, gut. Okay, das heißt, wir kommen also rauf auf die Dinger. Gucken wir mal, nee, da ist nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Hier ist nur für was. Was zur Hölle muss ich denn hier machen? Ach, schon wieder Vögel. Und schon zum nächsten Gegner, obwohl wir noch nicht mal was gemacht haben. Moment, was ist das da? Druckplatten? Kann man da was drücken? Schieb mich mal auf Tür. Na, schau mal einer. Guck. Ja, komm, leck mich. Ach, leck mich doch. Horror Daddy. Was? Okay, hier passiert mal nichts. Kommen wir hier. Okay. Ja, voila. Oh. Oh. Sehen die uns nicht oder tun die nur so? Alle weg. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier endlich mal Teleporter. Also zumindest etwas, wo wir hin können. So, jetzt würde ich gerne noch mal probieren, auf den anderen Dampf zu kommen. Das heißt, ich müsste dann hier. So. Stirb halt. Wow. Ja, wo kommst du denn jetzt her? Okay, hier ist nichts. Ach doch. Siehst du, wir können ja nochmal probieren mit diesem Schweinchen. Können wir uns nochmal zum Schweinchen verwandeln lassen? So, der erste Pfeil ist das. Du bist das Schweinchen. Nein. Jetzt kommt Schweinchen. Nein, es kommt Gift. Wow. Ist das Eis? Nochmal Eis? Nochmal Eis? Hallo? Malabum? Ah, so. Wenn wir jetzt wieder aus dem Schweinchen-Stadius rauskommen, sind wir dann wieder bei 100% Leben? Wenn ja, wäre das dann ein Exploit oder wäre das quasi legit? Das wäre natürlich nice, wenn man dadurch sich immer wieder auf 100% auffüllen könnte. So, auf jeden Fall gehen wir auf jeden Fall erstmal hier durch diese Tür durch. Springen? Ja! Oh, Moment, war das Feld abgelaufen? Okay. Das heißt, wenn man durch so einen Teleporter geht, verwandelt man sich automatisch wieder zurück. Und ja, jedes Mal, wenn man von einem Schweinchen wieder zu einer Normalperson wird, bekommt man sein gesamtes Leben zurück. Das ist interessant. Mit andererseits haben wir nur noch Armor Class 1. Wir haben also irgendwo 11 Armor Class verloren. Also entweder ist das Nebeneffekt von diesem Schweinchen oder wir haben irgendwo echt so viel Damage bekommen, dass wir unsere gesamte Armor verloren haben. So, jetzt sind wir wieder hier. Das war also quasi Raum. Ah, okay. Das war quasi der erste Raum. Das war der erste Streich, der zweite folgt zugleich. Oh. Oh.
Okay, hier haben wir vier Särge und einen, der etwas anders aussieht. Machen wir doch klar. Das ist Schein. Oh. Wow. Autsch. Alter, boah, machen die Schaden. Halt, ich wollte nicht runter. Halt. Nicht gut. Ja, lag ich doch. Nicht gut. So, der wäre schon mal Geschichte. Durch. Wow, 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 wow. I love again. Oh, noch ein Schalter. Ich mag Schalter. Ich beide gleichzeitig? Scheint so. Oder auch nicht. Nee, den vorderen treffe ich gar nicht. Jetzt mache ich erstmal den hinteren fertig. Wobei den treffe ich auch nicht. Ja komm. Oh Gott. Alter, wer findet denn Scheiße? Klar, der trifft mich natürlich. Ey, komm. Nee. Du, also. Ja. War klar. Die treffen mich schon wieder, aber ich treffe die natürlich nicht. Dank Auto-Aim, was total scheiße ist. Deine Mutter wurde gefickt. Ach, Eminäschen. So, hier ist ein Teleporter. War das schon die ganze Zeit da? Ach, nee, die haben wahrscheinlich gerade mit dem Schalter geöffnet. Oder nicht geöffnet, sondern doch geöffnet. Fett auf die Plattenteller. Oh, super. Natürlich gleich wieder hier despawnen. So, Teleporter. Das wäre dann der hier. Der führt mich zu einem komplett neuen Teil. Also scheinen jetzt diese Viecher hier die Standardgegner zu sein, oder was? Oh, Alter, ich treff die ganze Zeit nur die fickten Steine hier. Geht doch. Bitte, stirb doch mal bitte. Oh. Alter. So, da hinten ist ein Magier. Ich korrigiere, mehrere Magier. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, diese Vieh. Oh, ey, die kommen jetzt alle her. Mein Gott. Ja, ja, kommt ruhig her. Kommt ruhig alle gleichzeitig her. Ich werde euch alle gefickt haben. Oh, verdammt hier. Meine Güte. Das geht ja ab wie auf dem Plattenteil hier. So, das heißt, wir können jetzt hier lang. Hier ist. Oh, wow. So, hier ist was Weißes. Okay. Oh mein Gott.
Gut, hier kann man nichts schieben. Gut, na, guck mal her. Ruhe! Boah, Alter! Okay. Degerichtige Mattenabfertigung hier. Alter, aua. Okay, habe ich hier noch Fläschchens irgendwo rum? Ja. Eins, zwei. Oh ja, reicht. Okay, einer ist da noch. Zeig dich! Oh, sieht interessant aus. Okay. 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 Das heißt, ist ein kleiner Raum mit ganz großer Falle. Ja. Achso, na nee, da ist ein Schalter. Gut. Haha, noob. Gut, gucken, ob sich jetzt hier schon etwas geöffnet hat. Nee, scheint noch nicht so. Gut, dann legen wir mal den Schalter hier um und hoffen mal, dass aber nichts allzu Böses passiert. Oh, wow. Das war ja mal interessant. Gut, so wie es aussieht, brauche ich bei dem eine stärkere Waffe. Oh, mal gucken, wie das hier wirkt. Er ist aber auch gestorben, ne? Das muss man mir jetzt gut erhalten. Fuck my life. Okay, mal gucken. Nehmen wir einfach mal die nächste. Ach ja, ich habe ja noch hier, ne? Ich würde mal sagen, damit wäre ja dann Geschichte. Komm. Die Frage ist, kann ich ihm überhaupt Schaden machen, während er in dieser komischen Pausenanimation hier ist? Ach komm. Ich warte mal einfach mal. Das war jetzt einfach. Denke ich mal. Gut, dann muss ich auch nicht so viel verschwenden, sondern dann warte ich wirklich, bis er komplett rauskommt. Denn, weil die Waffe verbraucht halt extrem viel Mana. Ich meine, ich nutze die Mana sonst normalerweise gar nicht, ne, aber... Okay. Ich brauche ein bisschen Spielraum zum Kämpfen hier. Und sobald der Typ... Ist das so eine Geister oder so? Der hat mich gerade mit irgendwas getroffen, obwohl er schon längst tot war. Ja, sind Geister. Okay. Und die machen extrem Damage.
Ah, danke dafür. Gut, also doch frontal. Auf die Oma. Gott, kriege ich das gar nicht mehr hin hier. Was ist hier los? Ah. Ich muss dafür sorgen, dass er nicht feuern kann. Weil sobald er einmal feuert, bin ich tot. Ja, komm. Gott. Geht doch! Heilige Scheiße, Alter. Ist aber auch hier echt ne? Schon hier, Elegatus Maximus. So, was jetzt? Achso. Wollen wir jetzt doch wieder raus? Ah, hier hat sich was geöffnet, oder? Halt, was war das da, genau. Vielleicht hätte ich die Schalter schon vorher betätigen sollen, keine Ahnung. Haben die mir jetzt bei irgendwas geholfen? Oder hätten die mir bei irgendwas geholfen? Oh! Nee, eher nicht so. Eher das genaue Gegenteil. Ich glaube, die wollen eher mein Skalp. Da kommt er, kommt ja, traut euch! Haha, nix. Ernsthaft, ich schicke das Fußvolk. Ist das besseres auf Lager? So einer ist da noch? Oh. Wow. Wo schießen wir alle rum, sag mal? Wow! Aua, das ist nicht mal attackiert.
Gut, machen wir nächste Woche mal Feierabend hier. Und geht dann mal in die nächste Folge. Schon mit V. Bis morgen.